was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time. Ich glaube, hier wird es fertig. Bestimmt ein Bach oder so, was war das? Kommt im Frühjahr das Schmelzwasser garantiert runter. Uiuiui. Geht? Da muss doch vielleicht noch einer von uns auf den Acht. Ich nehme mich schon fliegen. Ja, ist kein Problem, Mama. Ich liebe deine Kamera. Ey, das ist auch. Also ich rette wahrscheinlich die Kamera, aber ich würde dich auch nicht lieben. Ah, da kommt schon. Die Buche. Na gut, den Pfad gehen wir auf jeden Fall nicht. Scheiße, jetzt dachte ich auch einen Weg runter, aber ich. Nee, da gehen wir. Ich glaube, wir gehen besser geradeaus. Ja, doch, das ist aber richtig. Das ist aber richtig. Ja, ach, das ist die Wohnung heute. Hier war ich auch drin. Aber da ist voll Assi. Hier ist voll Assi in den Häusern. From now on, yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me. From this Christmas on. From this Christmas on. It's gonna be you and me. Decorate. Ja, aber nur so am Rande, also der hat da nur gelegen. Vorsicht, der Ast schnell. Aber Obdachlose habe ich kein Problem eigentlich mit. Ja, schlimmer sind die Jugendlichen und Kabeldiebe, ne? Also wenn du einen frischen Lost Place hast, dann sind meistens zuerst die Kabeldiebe da. Die machen dann eigentlich den schlimmsten Schaden, weil die reißen alles runter. Ja klar, ich meine, die kommen ja vom Land, ne? Ja. Und wenn du dann von der Kirchstadt bist, dann die Obdachlosen. Die Leute haben die mitten auf der Straße. Ja. Ja, wobei ich finde, die wandern aber auch immer mehr in so kleine Dörfer auch rein. Also bei uns, wir sind 42.000 Einwohner Dorf, da geht das auch schon, also so los.
Und ich habe tatsächlich den, ich wollte mich auf jeden Fall ausgelaufen. Oh. Ja, wir waren gerade unterwegs. Und ich habe den Bergungsstand gerade. So, angekommen an der Charlottenhöhe. Die alte Lungenheilanstalt hier oben, diesmal zu Fuß und ohne Siemönchen. Ich hoffe, diesmal verlaufe ich mich drin nicht. Ich bin schon. Da ist das Tor, wo ich reingekommen bin, wo ich eben erzählt habe. Also hier unten ist auf jeden Fall noch die alte Großküche drin. Und hier war eine Badewanne schon wieder. Da ist noch drin. Da ist noch drin. Ja, das ist immer Besitz eigentlich, also die Eigentümer nicht zu finden. Ja, auch hier, da habe ich das Model rein. Entweder knallen die Fenster nur vom Wind oder da ist jemand drin. Nicht so schön. Da ist noch eine coole Werkstatt drin, eine alte. Nee, nee, das ist das, was wir eben, wo wir angekommen sind, wo wir oben schräg drauf geguckt haben. Ja, das hier ist noch ganz cool, mal wenn du das sehen willst, so ein Gang, aber da kommt schon die Decke runter, zumindest damals. Aber ich fand den ganz cool. Na gut, sieht man nicht mehr, ist noch schlimmer wie damals. Also hier muss er auch, Rampe nicht gespielt, hier kann das Dach runterkommen. Also hier ist, du siehst ja schon, das Dach ist Mord, also kannst du jeden Moment. Ja, ja. Ich weiß, du hast es ja noch nicht gemacht, ne? Also pass auf, wo du hintrittst. So hochstehende Nägel oder so. Ja, treten sie ein. Na, guck mal, haben wir sogar einen Rollstuhl. Hör mal, Motiv, siehst du? Der stand damals nicht hier. Ganz hoch da oben ist alles total. Aber ich wollte mal gucken, ob ich die Küche noch finde. Weil die Küche fand ich ziemlich cool, aber die war schon damals zerstört. Und irgendwo hier war die. Nee, hier war sie schon mal nicht. Ach. Ja, ich glaube, das war in dem anderen Gebäude gegenüber. Schnee drin.
Ja, die Küche war auf der anderen Seite, da wo wir dran vorbeigelaufen. Wolltest du mal hoch? Also hier kommt nichts mehr. Ja, da kommt aber nichts dort. Also hier ist leider vieles total leer und zerstört. Wolltest du rüber zur Küche oder willst du mal hoch? Da ist die Küche, meine ich, drin. Da war oben war der Tanzsaal. Nee, das gibt nichts. Ah, hier wiederholt sich eigentlich immer nur alles. Ich glaube, hier haben wir nichts Spannendes mehr. Letztes Mal habe ich mich hier in diesem Gebäude verlaufen. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Nur noch verriegelte Dinger. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Dann kam ich immer an so Türen raus. Ich denke, du bist doch hier reingekommen. Ja, Lieferschein und sowas meistens. Ne? Aber das werden hier die ganzen Ordner von oben sein, die hier unten. Hier hast du jede Menge, hier kannst du lesen, den ganzen Tag Kontoauszüge. Und jetzt bin ich, glaube ich, an derselben Stelle wie beim letzten Mal. Wo sind wir denn hergekommen?
sind wir hergekommen? Wo sind wir hergekommen? Waren wir eine höher? Gut, dass du Orientierungssinn hast. Ja, ja, ich bin dann beim letzten Mal bis unter das Dach gegangen, weil ich dachte, vielleicht bin ich ja da hergekommen, aber das war es auch. Ah, hier sind wir hergekommen. Jetzt habe ich es auch wieder auf. Hab ich den Garten gesehen, lecker. Mein kleiner Geburtstagsausflug mit der Jackie beendet. Die Charlottenhöhe auf die Schnelle mal durchgelaufen. Ja, sieht schlimm aus. Mal gucken, wie lange das Ding noch stehen wird. Und jetzt sehe ich gerade, in dem Haus war ich auch noch nicht. Gehört das auch noch dazu?
Sollen wir das noch oder sollen wir lieber heim? Obwohl, das kann eigentlich nicht mehr viel sein. Ne? Ja, komm, geh mal besser heim. 11 Uhr musst du da sein, ne? Mhm. Gut, heim geht's. Close your eyes, hear the